Darf man, glaube ich, sagen. Wie kam es denn an die? Also kam es irgendwann vom Gymnasium, ging es nach Heidelberg. Es war ja, mit einem kleinen Abstecher über Türkei und Iran. Das habe ich ja. Nein, das lasse ich jetzt einfach hier weg, das würde zu weit führen. Ich kam nach Heidelberg. Ich kam nach Heidelberg und zu den Puppen kam ich. Ich war ja erst in der Kommune in Heidelberg und wusste nicht so richtig, was, in welche Richtung mein Leben gehen sollte. Es war aber auch aufregend genug eigentlich mit dem Kommuneleben, dem Drehbuch schreiben und Super 8 Filme drehen dort. Dann auf einer langen Autofahrt von Berlin zurück nach Heidelberg. Nachts. Als Beifahrer hat man sehr viel Zeit und kann sich sehr viel überlegen. Und da habe ich mir bis in alle Details eigentlich die Puppen ausgedacht, technisch, wie ich sie machen könnte. Am nächsten Tag versucht, eine Nähmaschine aufzutreiben, was nicht so einfach war, wie ich dachte. Und als ich dann endlich eine Nähmaschine hatte, ging es los. Und die ersten haben, glaube ich, 20 Mark gekostet. Dann kosteten sie irgendwann 30 Mark, dann 50. Dann veränderten sie sich auch. Ja, ich glaube, sie wurden langsam ein bisschen besser. Sie gingen in Richtung Porträtpuppen. Es kamen Aufträge, es kamen Ausstellungen. Es kamen Leute, die irgendwo gesehen hatten und auch welche wollten. Also ich hatte, was mir damals gar nicht bewusst war, diesen Luxus, mich nicht um den Verkauf kümmern zu müssen, sondern nur etwas zu produzieren, und das fand dann seine Abnehmer wie von selbst. Diesen Luxus hast du dir beibehalten? Naja, wie man es nimmt. Ja, das war zweifellos so, und auch das war mir nicht bewusst, dass das nicht so selbstverständlich ist. Und in der Tat war das auch mit ein Grund, der mich dann irgendwann hier weggetrieben hat, weil mir die Kritiker fehlten und weil ich dachte, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung, wenn alle sagen, das sei aber doch so toll, was man macht. Und ich hatte ja auch nebenbei ein bisschen Kunst studiert in Frankfurt, Malerei. Und mein Professor hatte auch gesagt, also die Gegend hier ist eher so für Kunstgewerbe geeignet. Wenn ich wirklich Kunst machen sollte, sollte ich vielleicht doch noch mal über einen Wechsel in eine andere und vielleicht größere Stadt nachdenken. Dann habe ich sehr lange nicht gewusst, welche große Stadt es werden soll. Und habe gedacht, es wird ein Zeichen geben. Und das Zeichen kam dann wirklich auch in Form von Padelun, der mich nach Düsseldorf mitgenommen hat zu seinen Freunden Peter Glaser und Xaver Sefcek. Und da habe ich in einem Keller voller elektronischem Equipment in 3 Tagen bestimmt 60 Leute kennengelernt. Unter anderem jemand, der mir seine Wohnung in Düsseldorf anbot zum Probewohnen, während er in Südamerika war. Da habe ich Probe gewohnt, dann bin ich zurückgekommen, habe gepackt und zack war ich in Düsseldorf. Das war fast vor 30 Jahren. 1, 2, 3, 4! Die Punkzeit war wichtig in Düsseldorf, glaube ich, dadurch, dass ich mich da dann endlich auch zu malen entschlossen habe, weil das so eine wilde und freie und man macht einfach Malzeit war. Und ich vorher in den 70ern mit der Malerei immer, ich wollte technisch perfekt sein und habe mir ewig den Kopf zergrübelt, was zu malen sei. Und das war alles noch gehemmt. Und in Düsseldorf ging das dann einfach los, wegen der Punk-Bewegung, dass man mit dicken Borstenpinseln auf große Packpapiere einfach mal losmalte und dachte, ach, das geht ja, du bist ja gar nicht so schlecht, mach mal weiter. Und natürlich überhaupt nichts jemals irgendwo zeigen oder geschweige denn verkaufen konnte. Und ja, die Puppen kannte da auch keiner, ich konnte sie auch nicht bekannt machen, also habe ich die dann bleiben lassen. Ich war auch mit den Puppen an einem Punkt angekommen, in dem keine weitere Entwicklung mehr möglich war. Die waren bis zum Bartschatten und zur Lachfalte durchperfektioniert und auch so naturalistisch, dass ich sie selber dann als nicht mehr weiter in dieser Richtung entwicklungsfähig befand. Und
Die wurden nur noch auf Anfrage hergestellt, vorzugsweise dann für Theatergruppen oder mal eine lebensgroße für eine Stadtzeitung oder sowas. Aber von mir aus habe ich mich dann auf die Malerei geschmissen, habe auch gedacht, dass mit dem Singen, mit dem selber Kleider machen und so, all diese vielen Sachen, die ich in Weinheim noch gemacht habe, die lasse ich jetzt mal bleiben und konzentriere mich auf eins. Das war, dann das die, Malerei. Das war nicht mal ganz am Anfang. Ganz am Anfang war eine Serie von Frauen mit Hüten auf braunem Packpapier oder auf blauem Papier, glaube ich, sehr oft. Dann kamen die Musiker, die waren auf Zeitungspapier, das ich zuerst handbedruckt hatte. Die waren auf Zeitung. Das war eine Serie. Dann kam eine Serie von Hundeporträts. Dann kam eine Serie von Stofftierporträts. Die zog sich über mehrere Jahre hin. Fand auch dann erstaunlicherweise Abnehmer und Interessenten für Ausstellungen. Also da ging es dann endlich nach fast 20 Jahren in Düsseldorf mal so ein bisschen los, dass die Kunstwelt mich wahrgenommen hat. Und ich konnte zum ersten Mal wieder von meiner Kunst leben. Zwischendurch hatte ich viel als Putzfrau und Haushaltshilfe, Kindermädchen, alles Mögliche gearbeitet. Und das konnte ich dann mal schön wieder bleiben lassen und mich ganz darauf konzentrieren, was ich auch als immensen Luxus empfinde. Und ja, auch wenn ich auf vielen Umwegen gegangen bin, ist es ja heute so, dass ich meine Arbeit wahnsinnig liebe und sehr froh bin, sie machen zu können. Ist dir die Unabhängigkeit da ein wichtiger Punkt? Ja, die ist mir ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, es gibt einfach nichts Schöneres, als dass man selbstbestimmt sich die Tage und die Zeit einteilt, sich die Zeit nimmt. Ich male manchmal bis spät in die Nacht rein. Keiner kann mich dann morgens rausscheuchen, dann schlafe ich eben ein bisschen länger. Ich male oft ganze Wochenenden durch, also es gibt keine geregelte Arbeitszeit bei mir. Ich gerate vor Ausstellungen in nahezu ein fieberhaftes Arbeiten, wo die Dinge explodieren und viele neue Ideen auf einmal durch das intensivere, noch intensivere Tun kommen. Das ist ganz wunderbar. Und danach wird auch alles wieder ein bisschen gemächlicher. Man kümmert sich wieder mehr um die Freunde, wenn die Ausstellung vorbei ist. Denkt mal wieder einfach nur so ein bisschen drüber nach, wie es weitergehen soll, dass man sich nicht festfährt irgendwo. Und dann kommt die nächste Ausstellung und man fängt wieder an, in ein großes Arbeitsfieber zu verfallen. Aber mittlerweile ist es so, dass auch ganz ohne Ausstellung ich einfach gerne und viel arbeite. Aber nicht nur, ich bin kein Arbeitstier, das jetzt, also ich kann auch ohne. Ja, ich habe einfach keinen sehr geradlinigen Weg als Künstlerin hingelegt. Es hätte wahrscheinlich geholfen, ich hätte in Düsseldorf studiert, am besten bei Beuys. Oder bei einem Professor, der sich jetzt noch für seine Studenten dann einsetzt. Am besten hätte ich nicht die Stadt gewechselt und auch nicht so oft das Metier. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt etwas reicher, aber weniger glücklich. Ja, wenn wir vielleicht einen halben einspielen.
Naja, ich habe immer Phasen. Und ich muss mich auch immer wieder verändern. Also das ist zwar sehr schwer für den kommerziellen Erfolg, weil die Leute haben sich jetzt gerade daran gewöhnt, dass man Stofftiere porträtiert, auch auf Anfrage. Und dann habe ich ja die Serie begonnen mit den eher schwierigen Kindern oder mit den Zeichnungen, die wieder auf den Menschen, vom menschlichen Porträt ausgehend, teilweise stark verfremdet sind, die wieder ganz anderen Leuten gefallen, wo viele Leute, die die Stofftierporträts mochten oder die Musikerporträts mochten, sagen, das ist mir jetzt aber zu hart. Aber die, sagen wir mal, ernsthafte Kunstwelt doch wieder mehr Interesse bekundet, weil ich muss immer wahnsinnig dagegen ankämpfen, nicht in der Niedlich-Ecke zu versacken. Und das gelingt mir im Moment besser denn je, habe ich das Gefühl, mit den neuen Sachen, weil diese Niedlichkeit zwar zugelassen wird, aber enorm gebrochen und immer wieder gewaltige Faustschläge abkriegt. Ja, das sind Zeichnungen. Ich gehe immer. Es gibt Collagen, die reine Collagen sind, aber eigentlich ist die Technik, dass ich von einer Zeichnung ausgehe. Oft wird die mit Gouachefarben, das sind Wasserfarben, koloriert. Und dann fängt das Spielen mit der Collagetechnik an. Es gibt viele Zeichnungen, die dürfen auch ganz ohne das, was reingeklebt wird, bestehen. Aber ich liebe es, aus meinem riesigen Fundus an Modezeitungen, Geos, Hundeblätter, Jagd und Hund, alles, was es gibt, was im Altpapier liegt, was irgendjemand nicht mehr braucht. Ich sammle das alles, leider, und wühle mich dadurch. Und jetzt ist es ja so, dass man sehr selten anhand eines angefangenen Werkes genau weiß, was da jetzt rein muss, sodass der Zufall eine große Rolle spielt. Also es ist wirklich oft so, die guten Sachen entstehen manchmal ganz schnell oder dauern sehr lange. Aber es gibt Dinge, die passieren in blitzartiger Geschwindigkeit, dass man wirklich eine Zeitschrift aufschlägt und denkt, dieser Kugelfisch, den muss das Kind jetzt auf dem praktisch als Mütze kriegen und dann ist das Bild gut. Oder diese Augen, dieses Model, was hier leicht aggressiv den Betrachter fixiert, das wird dieses kleine Rotkäppchen rund machen. So sieht's aus und das macht einen Heidenspaß. Und oft liegen die auch auf dem Boden und es wird noch gespielt, es wird hin und her geschoben, es wird verworfen, es wird Neues gemacht. Und irgendwann kommt mein Mann und sagt, das klebst du jetzt so fest, weil ich oft danach kein Ende finde. Auch dafür ist mein Mann Gold wert. Naja, die Sachen sind ja alle relativ klein. Das Format, das ich am besten kann, ist DIN A4. Ich mache auch DIN A3, aber ich muss sagen, das DIN A4 Format ist irgendwie so meins. Und lang heißt manchmal auch, dass ich nicht unausgesetzt daran arbeite. Also wenn ich zeichne, dann eine Zeichnung, das ist eine Stunde vielleicht. Wenn ich es nochmal koloriere, wenn ich mich sehr lange damit beschäftige, sind es nochmal 1-2 Stunden. Und dann kann es aber, das ist schwer einzuschätzen, es kann dann Tage dauern, in denen ich immer wieder neue Sachen ausschneide, hinlege, ausprobiere, manchmal sogar festklebe, dann wieder auf was anderes drüber klebe, weil es mir doch nicht gefällt. Ja, und das ist schwer alles zusammenzuzählen, aber es kann halt passieren, dass man vielleicht insgesamt 1,5-2 ganze Arbeitstage an einem DIN A4 Blatt hätte, weshalb die jetzt inzwischen auch, was weiß ich, 250, 300, 350, 400 Euro kosten. Ne? Ja, der elektrische Reporter war eigentlich, als wir uns kennenlernten, glaube ich, Punkmusiker. der war noch gar nicht so elektrisch. Er war eine ganz tolle Figur auf der Bühne. Ich habe einmal das Glück gehabt, ihn auf der Bühne als Sänger mit seiner Band, die aus zwei Schlagzeugern und ihm bestand, einer Schlagzeugerin. Ja, das waren auch tolle Zeiten.
Zeiten. Ja, Peter war damals Setzer beim Stadtmagazin Überblick, als ich ihn kennengelernt habe und fing dann an, den großen Hirnriss zu schreiben. Also so elektrisch war der niemand damals, als wir uns kennenlernten. Einige meiner Freunde haben sich sehr elektrisch entwickelt, ich nicht. Ja, das stimmt. Ich habe ihm sogar seine Brille gekauft. Der lief rum, das war sehr lustig, aber na, ich hoffe, ich darf es sagen, ohne dass er es mir übel nimmt. Der hatte, wie es heute eigentlich schon wieder modern ist, so hautenge schwarze Jeans an, dass es so eingenäht aussieht. Dazu Springerstiefel, eine schwarze Lederjacke, einen Irokesen quasi, so einen leichten Irokesen, glaube ich. Hier an den Seiten gar nichts und oben so ein bisschen stoppelig. Und er hat Unmengen Altbier getrunken damals. Davon ist er auch ein bisschen weggekommen. Er hat sich toll entwickelt, finde ich. Ja, Peter, sowieso, ja. Großartige Leute, das. Dann komme ich nochmal auf die Filme zu sprechen. Ungeschnittene Filme, das ist natürlich ungeschnittene auch, Filme, ja. Wo dauernd geschnitten wird, eine absolute Seltenheit. Ja. Mein Mann war irgendwann zu faul zu schneiden. Geht da einfach hin und improvisiert. Ja, ja, wir überlegen uns kurz, was wir machen wollen. Es dreht sich als zum Beispiel bei einem Film eben um einen Stofftiertherapeuten und seine schlimmsten Fälle. Dann hatten wir einen Drehort im Auge, eine zerstörte Kleingartensiedlung, frisch zerstört von Baggern, sie zu planieren und eine Sprinterabstellfläche für Benzin zu bauen. Und wir haben einen Rucksack voll Tiere und eine Kamera gepackt, uns auf die Räder geschwungen, sind da herausgefahren und haben gedreht. Und festgelegt war eigentlich nur, ja, einer könnte ein Anti-Aggressionstraining machen, einer könnte Pyromane sein, einer Messi und ja, einer könnte eben verwirrt, schweren Realitätsverlust haben. Seine Bekannten. Ja, man geht einfach mal so quer durch. Und weiter hatten wir nichts abgesprochen. Und dann hat mein Mann eben den Therapeuten und die Kamera bedient. Und ich habe nacheinander alle Patienten gespielt. Und das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Und ich glaube auch unser längster mit 15 Minuten. Aber es gibt auch Filme, in denen einfach nur eine Interviewsituation, es gibt sehr viele Interviewsituationen, wo ich ein weißes Äffchen, das ist so eine leicht doofe Interviewfrau, und mein Mann Jonas eben, ich glaube, er spielt einmal einen Hund und einmal einen Affen, die dann jeweils Bertrand Russell sind und Solzhenitsyn auch einmal. Und er kann sehr viel klugere Sachen sagen als ich. Und da geht es schon ganz früh um Nachhaltigkeit bei dem Solzhenitsyn-Interview. Und es geht, ja, die Tiere machen sich schwere Gedanken um die Umwelt und um die Situation der Gesellschaft, die Entwicklung, wo soll es noch hingehen. Wo wurden die aufgeführt dann? Unter anderem, ja, einzelne sind auf Kunstfilmtagen gelaufen. Auf kleineren oder auch einmal, ich glaube, einer ist sogar mal in Oberhausen auf einem Kurzfilmfestival. Also so kleinere Filmfestivals kamen schon vor. Dann Künstlervereine wie das WP8. Sogar hier in Weinheim einmal letztes Jahr anlässlich einer großen Gruppenausstellung hatten wir ein eigenes kleines Kino. Zum zweiten Mal hier in Weinheim, sogar schon mal im Schlosskeller. Sie auch schon mal gezeigt worden. Und das Weinheimer Publikum war total begeistert, was mich überrascht hat. Weil sie sind manchmal wirklich derb und frech und die kleinen Filme. Ich dachte, das Publikum. Die kleinen Tiere. Nein, das Publikum ist wohlerzogen und begeistert. Aber ich kann mich an eine Stadträtin der Grünen hier aus Weinheim erinnern, die ein großer Fan von uns geworden ist. Und den Leiter des Weinheimer Kunstvereins ebenso. Schau, wollen wir get out of here and let me have some privacy.